Glaubt man diversen Ratgebern im Internet, so kann einfach nur 100 Liegestütze pro Tag machen unglaublich viele Vorteile haben. Vor einiger Zeit habe ich eine Woche lang wie der fiktive Charakter One Punch Man trainiert. Der macht neben 100 Squats und 100 Sit-Ups auch 100 Liegestütze am Tag. Mittlerweile ist dieses Experiment circa 40 Tage her und ich habe es weiterhin durchgezogen. Ich habe jeden Tag 100 Liegestütze gemacht. Was sich an meiner Kraft, meinem Körper und sogar an meinem Mindset verändert hat, sehen wir uns in diesem Video hier. Ach ja, so sehe ich am Anfang von der Challenge aus. Was sich am Ende verändert hat, sehen wir natürlich wie immer später. Die Challenge ist simpel. Ich mache jeden Tag 100 Liegestütz. Wer hätte das gedacht? Und sonst bleibt alles beim Alten. Das Einzige, was sich ein wenig verändert hat, war mein Brusttraining. Da habe ich einfach das Bankdrücken durch die Liegestütze ersetzt. Ich gehe pro Woche 4 bis 5 Mal ins Fitnessstudio. Ich trainiere nach einem Zweiersplit. Das ist eigentlich ziemlich viel. Jedoch sind 100 Liegestütze gar nicht so wenig. Was mir direkt am ersten Tag auffiel, ist, dass ich echt nicht so viel Kraftausdauer habe. Kein Wunder, weil ich trainiere die meiste Zeit einfach im Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen. Einfach weil das der Bereich ist, wo sich der Muskelquerschnitt optimal vergrößern lässt. Und Freunde, ihr wisst, es ist nicht wichtig, welches Auto man fährt, sondern wie groß der Arm ist, der raushängt. Die Folge davon war aber, dass ich mir mit der Zeit wirklich schwer tat. Ich fühle mich ein bisschen so wie SpongeBob in dieser einen Folge, nur dass ich auch nicht solche Arme habe. Die Liegestütze wurden immer weniger und die Pausen dazwischen wurden immer länger. Am Anfang habe ich sie einfach über den Tag verteilt. Das heißt, ich habe immer mal wieder 10 oder 20 Liegestütze rausgehaut, bis ich dann irgendwann 100 hatte. Dann, nach dem 7. Tag, habe ich mich aber entschlossen, den harten Weg zu gehen und das Ganze am Stück durchzuziehen. Was ich auch beschlossen habe, ist ausreichend Rücken zu trainieren. Wenn man nur eine Muskelgruppe trainiert und andere vernachlässigt, so können Dysbalancen entstehen und die führen dann zu Fehlhaltungen und zu Schmerzen. Das ist mir vor allem bei einer Challenge, in der man jeden Tag 100 Liegestütze macht, super wichtig dazu zu sagen. Die ersten Tage hätte ich auch fast einfach vergessen, die Liegestütze zu machen. Ich habe mir dann einen Wecker gestellt für jeden Tag, der ist um einiges zuverlässiger als mein Gehirn. Noch kurz zum Thema Überwindung. Liegestütze sind wirklich top, die kann man überall machen, wo es einen Boden und Schwerkraft gibt. Sorry an das Team der ISS an dieser Stelle. Doch genau das macht es auch ein bisschen schwer, sich zu überwinden, weil ich mir denke, ich kann es sowieso immer und überall machen, ich mache es einfach später. Ich habe mich wirklich des Öfteren um 11, halb 12 Uhr nachts beim Liegestütze machen erwischt, einfach weil der Tag fast um war und ich es immer noch nicht fertig gebracht habe, das Ganze zu machen. Doch wie bei den meisten Dingen wurde die Überwindung immer leichter, weil ich nicht wollte, dass die Kette abreißt und auch die Liegestütze selbst wurden immer leichter. Ich fühle mich nicht unbedingt stärker, aber mir fällt es viel leichter, einfach mehr Liegestütze zu machen. Ich habe einfach mehr Kraftausdauer. Ich werde es auch versuchen, beim ersten Mal so viel Liegestütze zu machen, wie irgendwie möglich. Hoffentlich kann ich am 30. Tag vielleicht sogar schon so 40, 50 Liegestütze am Stück machen. Okay, aber wie effektiv sind 100 Liegestütze pro Tag wirklich? Ich habe super viel recherchiert und je mehr ich recherchiert habe, desto weniger Antworten hatte ich, einfach nur, weil das Ganze super individuell ist. Ein Trainingsanfänger wird durch 100 Liegestütze pro Tag safe gute Fortschritte machen, sowohl krafttechnisch als auch optisch. Jedoch braucht man als Anfänger ganz sicher einen Rest Day zwischen den Belastungstagen. Regeneration ist bei solchen Challenges, wo man etwas jeden Tag macht, eine super große Komponente. Der Muskel bekommt bei der Belastung kleine Risse und repariert sich während der Regenerationszeit. Genauso wächst er auch. Wird der Muskel aber wieder belastet, bevor er sich regenerieren kann, werden die Risse immer größer und der Muskel wird sogar schwächer und viel verletzungsanfälliger. Fortgeschrittene Sportler jedoch werden durch 100 Liegestütze am Tag einfach nicht genügend gefordert, einfach nur, weil das nicht genügend Resistenz und Belastung gibt. Man kann das Ganze natürlich schwerer machen, indem man Gewicht hinzugibt oder schwerere Varianten macht. Man kann es natürlich auch genauso leichter machen, indem man einfach leichtere Variationen macht. Was mich betrifft, bin ich, denke ich, ein guter Kandidat für diese Challenge. Ich bin nicht ganz neu im Training, aber auch nicht so fortgeschritten, dass ich diese 100 Liegestütze einfach so machen kann. Ich fühlte mich bis hierhin auch gut, hatte genügend Schlaf und fast nie Muskelkater. Deswegen denke ich auch, dass die Regeneration bei mir ausreichend war. Das ist aber nur eine Vermutung. Ich versuche immer auf meinen Körper zu hören. Sollte der eine Pause brauchen, dann gebe ich ihm natürlich eine. Trotzdem hatte ich manchmal einen ziemlichen Struggle. Freunde, ich will nicht lügen, ich bin manchmal nicht ganz so motiviert, runterzugehen und diese Liegestütze zu machen. Ich weiß nicht, was es ist mit diesen Homeworkouts, die fordern mich manchmal irgendwie mehr, als ins Fitnessstudio zu gehen, was seltsam ist. Aber nichtsdestotrotz werde ich es durchziehen. An Tagen, wo ich wirklich gar keinen Bock habe, habe ich mir einfach selbst gesagt, okay, ich mache mal 10 Liegestütze, den Rest kann ich dann einfach später machen. Und jedes Mal, wo ich das getan habe, hatte ich dann doch genügend Motivation, die ganzen 100 durchzuziehen. Motivation ist etwas, was kommt, wenn man eine Aktion
startet und nicht etwas, was man braucht, um eine Aktion zu starten. Das ist super wichtig. Und alles, was man braucht, um zu starten, ist eine gesunde Dosis an Selbstmanipulation. Ich habe meinem Gehirn einfach gesagt, wir machen nur 10 und dann sind wir beide zum Entschluss gekommen, dass es jetzt smart wäre, direkt alle zu machen, weil wir ja schon am Boden angekommen sind. Die ersten 2 Wochen war die Verbesserung definitiv spürbar und auch danach passierten ein paar positive Effekte. Ich fühlte mich weniger träge und es fühlte sich auch so an, als würde ich meine Brust ein wenig bewusster spüren als sonst, wenn das Sinn macht. Wenn eine Muskelgruppe über längeren Zeitraum trainiert wird, so wird die Verbindung zwischen Gehirn und dem Muskel besser. Das ist auch der Grund, warum Leute, die schon etwas länger trainieren, ihre Brustmuskeln gezielt ansteuern können. Ich finde das irre faszinierend und als ich das erste Mal konnte, habe ich fast geheult. Ich wünsche, es wäre ein Spaß, ist es leider nicht. Was auch cool ist, Kraftausdauer führt zu einer verbesserten Sauerstoffversorgung im Muskel, was wiederum das gesamte Herz-Kreislauf-System verbessert. Das ist super wichtig, denn Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in unseren Ländern die führende Todesursache. Und das Ganze lässt sich durch Ausdauersport einfach präventieren. Was noch dazu kommt, es bilden sich im Muskel nach einer Zeit sogenannte Muskelgedächtniszellen. Die merken sich, was da abgeht und darum kommen Leute, die schon mal in Form waren, wieder leichter in Form zurück als Leute, die nie in Form waren. Das ist dieser berühmte Muscle Memory Effekt, von dem man immer hört. Was mir auch auffiel, ist, dass meine Liegestützform einfach besser wurde. Am Anfang litt sie definitiv gegen Ende hin ziemlich. Auch heute ist sie natürlich nicht perfekt, aber wesentlich besser als am Anfang. Beispielsweise waren anfangs meine Ellbogen zu weit nach außen geneigt, als es schwer wurde. Das Ganze konnte ich dann auf den Aufnahmen sehen und relativ schnell korrigieren. Für die richtige Liegestützausführung sollte der gesamte Körper unter Spannung stehen. Es werden die Brust, Schultern, Trizeps, der Bauch, die Hüfte und die Beine beansprucht. Man sollte den Hintern anspannen, damit der Rücken nicht durchhängt. Damit tat ich mir am Anfang wirklich schwer. Die Handgelenke sollten fast vertikal unter der Schulter liegen. Je weiter der Griff ist, desto mehr ist die Brust involviert und je enger der Griff ist, desto mehr ist der Trizeps involviert. Zu weit sollte allerdings vermieden werden, da man sich sonst ziemlich gut die Schulter verletzen kann. Und ihr wollt ja nicht wie der Sportlehrer enden, der sagt, er wird Profisportler, aber er hat sich 1968 eine Verletzung zugezogen, weil er eine Liegestütze nicht richtig ausgeführt hat. Die Range of Motion sollte ganz ausgeführt werden, sprich ganz nach unten und ganz nach oben. Und natürlich gilt auch hier Qualität über Quantität. Am Anfang waren es, glaube ich, 27 Liegestütze am Stück, bis ich nicht mehr konnte. Jetzt waren es tatsächlich über 40. Es ist definitiv eine Steigerung da. Es ist auch ein ganz anderes Gefühl, wenn ich die Liegestütze mache. Krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte nämlich einfach, es ist zu wenig Regenerationszeit, als dass ich da irgendwas ändern würde. Was ich in diesen 30 Tagen gemerkt habe, war, dass das Training mit eigenem Körpergewicht nicht unterschätzt werden sollte. Ich denke oft über die Fitnesswelt in verschiedenen Schubladen nach. Man hat die Kraftsportler, die nur mit Gewichten kontrollieren, die Läufer, die Calisthenics-Leute und dann noch diese Leute hier. Ich habe mich persönlich auch immer einfach als den Typen gesehen, der im Gym mit Gewichten trainiert und ich dachte auch immer, dass Körpergewichtsübungen einfach nicht effektiv genug sind, um Muskeln aufzubauen. Und das ist schlicht und einfach falsch. Viel Kraftausdauer zu haben, bringt in der echten Welt auch wesentlich mehr, als einfach nur einen großen Muskelquerschnitt zu haben und ich würde gerne alle Disziplinen der Fitnesswelt erforschen und nicht immer nur das machen, was ich sowieso schon kenne. Also, sollte man das machen? Wie gesagt, es ist super individuell. Wenn man am Anfang ist, kann es zu viel des Guten sein. Wenn man schon fortgeschritten ist, kann es schlicht und einfach nicht reichen. Für mich jedoch war es ziemlich perfekt, denke ich. Sind Liegestütze eine Top-Übung? Definitiv. Ist Training mit eigenem Körpergewicht sinnvoll? Definitiv. Sollte man jeden Tag so viel Liegestütze machen, bis man nicht mehr kann? Schwer zu beantworten. Ich würde eher zu Ganzkörper-Workouts tendieren, die den ganzen Körper optimal ansprechen und nicht nur die Drückmuskelgruppe, sonst entstehen, wie gesagt, Dysbalancen. Ich weiß, dass diese jeden Tag irgendwas machen Challenges verlockend sind, weil sie erstens super simpel ist und man zweitens jeden Tag was machen kann, aber Regeneration sollte nicht aus der Gleichung ausgelassen werden. Was meine Form angeht, hat sich Folgendes verändert. Ich glaube, ich werde die nächsten Tage auch jeden Tag versuchen, 100 Klimmzüge zu machen. Das wird, glaube ich, nochmal um einiges schwieriger. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal gerne. Das war's von mir. Bleibt gesund, mögen all eure Träume wahr werden. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!